Willkommen genossen, macht zur weiteren Folge von Lego Star Wars die Skywalker Saga. Wir machen natürlich auch direkt hier mit der Story weiter. Boah, ich würde so gerne mal in echt nach Naboo gehen. Teile davon sind ja auch in Italien oder auch in Spanien wurden ja Naboo-Szenen gedreht. Werde ich auf jeden Fall safe irgendwann mal hinreisen. Ich nehme an, Sie bringen sie zu Ihrem Boot. Wenn Ihr Schiff im Hangar gedockt ist, haben wir etwas Zeit, Sie Sind wir jetzt in Sicherheit? Ich denke schon. Ja, das seid ihr. Aber wem haben wir unsere Rettung zu verdanken? Wir sind Botschafter des obersten Kanzlers. Wir müssen dringend Verbindung mit der Republik aufnehmen. Habt ihr Transporter? Im Haupthangar, hier entlang. Hier ist ein super heftig. Es ist nicht weit. Bleib dicht bei mir. Die Königin ist hier nicht sicher. Wir müssen sie sofort nach Coruscant bringen. Jetzt fangt die Königin. Eure Majestät, bleibt mal so Spaß hier rückwärts alles zu machen. Die Königin kommt mit uns. Oh, tut mir leid, Obi-Wan. Das wollte ich eigentlich nicht. Schiff ihrer königlichen Hoheit. Seid ihr bereit? Allzeit bereit. Da ist die Blockade. Ihr Schildgenerator wird getroffen. Wir haben nicht genug Energie. Der Hyperantrieb hat ein Leck. Hier, Meister, Tatooine. Er ist klein, abgelegen und arm. Die Föderation hat dort keinen Einfluss. Ihre Hoheit befiehlt, dass ich mit euch komme. Sie will mehr über diesen Planeten erfahren. Wer sind du denn? Ich bin Padme, eine Dienerin der Königin. Das ist kein guter Gedanke. Aber wenn die Königin es wünscht. Also ich habe nie was gegen die Gesellschaft von Padme. Ja, die Teile verkauft, die wir brauchen. Gar nichts darüber, wie man Schiffe repariert. Hey, warum schaut ihr euch nicht lieber ein paar Pottrennen an? Die Straße müsst ihr lang. Macht mehr Spaß, als Hyperantriebe zu reparieren. Lasst mich ran. Ihr sucht Schiffsteile? Na klar, jeder tut das. Dann solltet ihr zu Watto gehen. Sein Laden ist am anderen Ende der Stadt. Ich brauche Teile für einen Nubian, Typ J327. Ich habe 20.000 republikanische Dataris. Republikanische Credits sind hier nichts wert. Ich brauche was Besseres. Du bist ein lustiger kleiner Junge. Ich baue einen Pottrenner. Du musst die Reflexe eines Jedi haben, wenn du solche Rennen fährst. Hey, morgen ist doch Bon Taif, das große Rennen. Ihr könntet meinen anmelden. Anakin. Das Preisgeld wäre mehr als genug für ihre Ersatzteile. Hey. Ah.
Die Macht ist ungewöhnlich stark in ihm. So viel steht fest. Er hat etwas Besseres verdient als ein Sklavendasein. Der Junge erzählt mir, ihr wollt ihn in dem Rennen sponsern. Ich habe einen Pott bei einer Wette gewonnen. Ich setze meinen nagelneuen Pott gegen den Jungen und seine Mutter. Kein Pottrenner ist zwei Sklaven wert. Dann nur der Junge. Abgemacht. Fällt gerade auf dem, das ist ziemlich gut abgekürzt von Episode 1. Natürlich, man kann jetzt den ganzen Film einfach nacherzählen, das wäre viel zu lang für ein Spiel. Und wenn man neun Filme hier reinquetschen muss, mir dafür echt gut abgekürzt. Vergiss nie, konzentrier dich auf den Moment. Fühl, nicht denken. Nutze deinen Instinkt. Mach ich. Möge die Macht mit dir sein. Ich mag dieses Level sehr, das ist cool gemacht, finde ich, mit der Ego-Perspektive. Theoretisch kann man hier sogar alle Minikits First Try holen. Weil normalerweise muss man ja erst im freien Spiel kann man alle holen, weil man halt bestimmte Fähigkeiten braucht. Aber hier geht das, wenn man aufpasst. Ich versuch's auch mal direkt. Ich weiß nicht, ob ich jeden direkt finden werde. Oder eher gesagt treffen werde. Aber ich versuch's auf jeden Fall. Ich weiß wirklich nicht, wo der letzte ist. Irgendwie, der ist irgendwie kurz vor der Ziellinie, aber ich sehe ihn irgendwie nicht. Ich finde irgendwie auch nicht. Wo der hier sein soll, weiß ich immer noch nicht.
Ah, da war das Minikit, ich hab's verpasst. Erneut. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich ja was liebe. Die sind so cool. Ihr habt gewusst, dass der Junge gewinnt. Irgendwie habt ihr es gewusst. Bring die Ersatzteile zum Haupthangar. Ich komme später in euren Laden, dann könnt ihr mir den Jungen übergeben. Ah, guck mal, das viele Geld. Jetzt kannst du dir deine Träume erfüllen, Annie. Pack deine Sachen. Wir haben nicht viel Zeit. Yippie! Wird er ein Jedi werden? Ja. Aber was ist mit Mom? Annie, mein Platz ist hier. Es ist an der Zeit, für dich loszulassen. Ich werde wiederkommen und dich befreien, Mom. Das verspreche ich. Oh, Master Anakin. Ich würde es vorziehen, wenn ich ein wenig kompletter wäre. Tut mir leid, dass du nicht fertig geworden bist, 3PO. Mach's gut. Oh, meine Güte. Gut, das war's mit der heutigen Folge von Lego Star Wars, die Skywalker-Saga. Das haben wir nicht gezeitig eigentlich noch bekommen können. Aber nur gut, man kann nicht alles haben. Schnell zurück zum Chef. Ihr meint, ich darf mit euch in eurem Raumschiff mitkommen? Wenn Meister Obi-Wan nicht an Bordo gehen und wir sie hier lassen, ihr sie mögen Jar Jar gar nichts. Ich weiß nicht, Jar Jar. Ich bin sicher, er findet dich sehr charmant. Obi-Wan, mächtig missmutiger Jedi. Okay, auf jeden Fall war es für die heutige Folge, wie schon erwähnt. Dann wie immer, mögen die Macht mit euch sein.